Ja. Kann ich diese Fluid-Chips, diese 1K, 4K und so weiter auch in die normale Drive reintun? Ich meine schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, wofür wir sowas brauchen würden. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, gut, Lava kann man reinleiten, aber sonst haben wir keine wirklichen Flüssigkeiten in den Ausmaßen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht Wasser und Lava, dass man das verwalten halt können. Boah. Ist nicht schlecht. Wenn es schon funktioniert. Haben wir eigentlich irgendwo neue Maschinen hingestellt? Das ist das Crafting Terminal zum Beispiel und alles, ja. Na, warte, hier kommt noch ein Liquid Terminal. Das ist auch irgendwie. Ach nee, das ist ein Storage Money, okay. Ja. Okay. Oh, puh, da kommen Molten Iron raus. Das ganz unten war Sand, ne? Kann man das jetzt irgendwie Ja. noch in Stahl umwandeln oder nicht mehr? Muss man es jetzt neu Nee, das musst machen? du rausgießen. Ah, 72 Ingots, okay. Kann ich nur nicht. Das kann man nicht umtauschen, blöderweise. Da musst du Stahl vorher rausgießen. Jo. Sorry, das hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Dass man da alles braucht. Wäre vielleicht ganz nett gewesen. Unsere tolle Konstruktion zum automatischen Rausgießen ist jetzt wohin gelandet? Nach hin, genau hier. Ah ja, okay. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwelche automatisierten Maschinen, die wir recht neu gebaut haben? Überhaupt irgendwelche Maschinen, die wir neu gebaut haben, damit ich mir die anschauen kann, damit ich da Ja, den ganzen ME-Kram, ne? Ja, viel, viel war das ja nicht, oder? Bis jetzt kommt noch viel dazu. Eben. Dann ist auch gut. Aber hast schon recht gehabt, den Quarz, den braucht man wirklich alles. Ach, da oben ist der One Recharge Pedestal. Ah, jetzt habe ich ihn auch gefunden. Gut. Ja, der war immer so ein Millimeter außerhalb meiner Sichtweite. Bah. 8 Aura, 5 Magie brauche ich noch. Wie viel habe ich davon jeweils gerade? 0 Aura, eine Magie. Wow. Das heißt, ich brauche 12 Magie. Also ich brauche 10 Vakus. Hast du das so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich wieder kein Error. Wieder kein Glas. Glas ist in der einen Kiste neben den Barrels, glaube ich, noch. Jupp. Und Wind für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte jetzt exakt stimmen. One Recharge Pedestal.
den baue ich mir dann noch gleich. Arcane Infusion. Ich baue ihn mir nicht gleich. Mist. Warum? Warum Arcane Infusion? Als geht. Kümmern Sie eigentlich wieder um die, Ender Lilies? Nee, ne? Ich war letztens mal noch die abgebaut, aber die müssen mittlerweile schon längst wieder gewachsen sein. Ja. So, Fluid Terminal hätten wir jetzt auch. Wofür wir das auch immer brauchen. Naja, um Flüssigkeiten zu klappen. Brauchen wir erstmal wieder Interfaces und. Wir müssen übrigens langsam mal für ein Kühlmittel entscheiden. Kühlmittel? Ja, Eis haben wir genug. Kühlmittel für den Reaktor. Nee, nee, kein Eis. Wir haben zuerst, soweit ich weiß, Wasser. Flüssig Redstone, flüssig Ender. Und flüssig Glowstone, weiß ich nicht, kann sein. Muss ich nachsehen. Dann schätze ich mal Wasser. Ja, Wasser ist eben das billigste und dementsprechend ineffektivste. Das macht nichts, das andere ist viel zu teuer. Auch Flüssig Redstone, wir haben 40 Stacks davon. Ja, noch. Das Kühlmittel wird, soweit ich weiß, nicht verbraucht. Achso, naja, okay, dann Redstone. Dann auch gern Enderium oder was auch immer. Boah. Problem ist nur, dass ich irgendwie die Befürchtung habe, dass es sonst in die Ohren fliegt. Die Reaktoren können nicht explodieren, sie können nur überhitzen und ineffektiv werden. Na da. Nochmal klar. Wow. Was? Die sind super sicher. Deswegen heißen die Sachen ja auch hier Yellowium und so weiter, weil der Kerl, der damit von der Lore herumspielt, natürlich so viel davon versteht. Er sieht ein gelbes Metall und steckt es irgendwo rein und auf einmal kommt Energie raus. Er denkt sich nichts dabei. Oh, da kommt Energie raus. Geil. Ich brauche 40 von den Dingern, das ist aber... Ja, aber what's happening? Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Ja. Kennt irgendwie jeder, ne? Also ich kannte es ja nicht. Kämpfe Sailor Moon. Gut, das kannte ich wiederum nicht. Weil, ne, den Spruch kenne ich. Naja. Der davon irgendwie ein Teil, das ich vermute mal Intros zu kennen, ist irgendwie dann doch. Ja, sehr, kleine Schwestern. Sehr männlich. Kleine Schwestern. Ja, ja. Schnell wieder irgendwie wegschieben. Ich bin so erstaunlich, wie unglaublich viel Rüstung erinnern, wer sich jetzt ein Dritteljahr mit My Little Pony erfreut hat? Markus. Nein, warum? Die Person, die gerade von sich wegweist. Ah ja, er findet gekonnt. Halt wieder. Er findet halt wieder irgendeinen Scheiß. Ich glaube, ihr verwechselt mich da echt. Nein. Ist okay. Nicht dich, ist der von okay. sich wegweisen will, sondern der andere, der von sich wegweisen will. Ich weiß doch gar nicht von mir weg. Nein, weil ich nicht von mir wegweise, hast du komplett deine Reihe der Argumentation verloren. Schäm dich. Wieso? Weil es einfach so ist. Aber du weißt doch von dir weg, du hast Markus angesprochen und vorgeführt. Und der war es nicht, das weiß ich nämlich. Hallo? Guten Morgen. Es ist 4 Uhr. Wird langsam mal aufhören.
Jetzt auf einmal. Nee, ehrlich. Ach, weil nee, eigentlich hatte ich vor, nicht so unglaublich lang aufzubleiben heute. Oh ja. Eben. Mir macht's gerade voll Laune. Ja, weil du nicht im Gefecht stehst. Ja, dann solltest du ja vielleicht auch aufhören, damit irgendwie weiterzumachen. Ansonsten gehe ich nämlich einfach gleich so. Aha. Ja, Punkt. Ist das dir peinlich? Bin ich peinlich, es geht mir auf den Sack. Oh. Was zum Armor Stand? What the fuck? Was denn? Armor Stand. Armor Stand. Konnte man da nicht irgendwie die komplette Rüstung mit einem Zug wechseln? Ja. Mit Shift Drehklick meine ich. Steuerung oder irgendwas, keine Ahnung. Ne, da gehen nur einzelne. Hm. Ach, wir können eine Quest, glaube ich, inzwischen claimen. Die letzte vom Stahlteil. Hm. Ach, hast du das schon fertig? Wow. Soweit schon, ja? Bitte alle Yellorium nehmen, das brauchen wir dringend. Okay, ich nehme Yellow. Ah, juhu, Ball of Moss, Lava Crystal, Necrotic Bone. Ocean Flask mit Invisibility. Yellorium. Yellow. Es geht. Epic, das ist eine Epic-Tüte, wow. Eine Epic-Tüte? Mhm. Yay, wow, war die Epic. Wow. Ich habe 16 Stück von jeder Perle bekommen. Boah. Wow. Episch. Ist schon echt Epic, ne? Was hat Simon dann gekriegt? Eine Potion Flask mit... Visibility. Wow, wie episch. Schlangen 95 Leben. Ich hab doch mal mehr davon von den Fuel Rods. Sind die jetzt alle hin? Wo soll ich das hier Lorium hin tun? Ich hab's einfach in irgendeine Kiste gepackt. Gut, ich schmeiß das Simon ins Gesicht. Ganz immer natürlich gut. Auch. Nur, dass es weh tut. Mhm. Hoffe ich mal. Ja, ja. Also, ich schätze mal, MI-System brauchen wir noch ein bisschen größeren Speicher, oder? Boah. Aber noch nicht. Was hast du denn jetzt reingepackt? 1K Item-Speicher. 1K Item und 65K Fluid. Okay, das ist was balanciert. Ja, das Fluid-Ding, das war Belohnung. Ich glaube, das habt ihr auch nochmal. Ja, ja. Wo ist denn hier der Zugang zu Drive? Der ist hier hinten, bei der Smeltery beim Energie. Ah, hier, okay. Hm. Ja, dann leiten wir da mal Lava rein, denke ich. Können wir machen. Ich hätte es halt vielleicht auch so gesehen, dass man Ingots damit schmelzen kann vielleicht, weil... Könnte man, glaube ich, auch, ja. Weil man kann ja da auch schöne Alloys dann zusammenhauen und dann kann man das alles schön dynamisch machen. Mhm. Weil sowas Stupides wie Lava oder Wasser, glaube ich, reinzutun, ist ein bisschen. Boah. Wäre ein Anfang. Ich meine, wir haben ja mehr als genug Speicher dafür. Ich habe gar keine. Hast du so schnell ein Interface oder wie? Die waren auch Quest Rewards. Oh, die Fluid Interface ist auch. Ja. Mach mir den Cobblestone weg, ich habe keine Spitzhacke bei.
So. Das geht sogar, cool. Hier vorne ist ein Fluid Terminal. Mhm. Ja, 13 Buckets, 14, 15, 16, 17. Ja, passt. Jetzt frisst es halt wahrscheinlich unseren Maschinen das Lava weg. Nö, nö. Hat keinen Sinn. Wenn mehr Lava gebraucht wird, läuft die Pumpe schneller im Nether. Wozu braucht man so viel Eis? Braucht sogar noch mehr. Deswegen habe ich jetzt gerade wieder geleert. Um cool zu bleiben. Immer ohne Witz, wofür braucht man das Eis? Eine Quest. Ach so. Die eine Hoarding-Quest braucht 5000 Eis. Mit dem Barrel-Fall hatte ich jetzt 4136 schon gehabt. Ach Gott. Habe ich mir nämlich gerade gedacht, wir haben doch ein Barrel, passt doch. Okay. Resonant Flux Capacitors. Oh mein Gott. Was? Lauter Zeug des Purples. Inklusive 10.000 Buckets Manillium. Ich weiß. Alter. Das sind so abartige Werte. Mhm. Sand of Time. Double Compressed Sand. Congealed 100. Green und Congealed Blue Slime in komischen Mengen. Vor allem weil Congealed Blue Slime weiß ich gar nicht, wo man den herkriegen soll. Und aus normalen Blue Slime Drops, die dann zusammenpacken. Ah. Mhm. Spawn King Slime, naja. Doktor. 1000 Pistons. Das könnten wir sogar machen eigentlich. Mach das mal. Oder? Ja, 1000 Pistons ist 1000 Iron. Hammer. Sind 3000 Holz, das schaffen wir glaube ich auch mit den ganzen Planken, die ja, wir haben. Ich mach das mal. Ja, ich ja. Mach das mal. Jo, genau. Mach du mal. Sind 4000. Ja, das haben wir ja. Das haben wir ja. Gut, fast das Cobblestone das knappste wird. Pack ich mal alles andere weg. Mal kurz, ob ich ansonsten was arbeiten kann. Also, 1000 Iron. Na, ich glaube, das kann ich ja gar nicht ins Inventar mitnehmen, ne? Ach, 100 Seed Stone kriegt man eigentlich hin. Ja, dann mach doch. Mal schauen, Seed Stone. Nein, bessere Idee. Ich pack 1000 Iron in ME Terminal rein. Okay. Oder verkraftet das überhaupt so viel? 1000 Iron in Terminal? Nee, nicht mit der 1K-Zelle. Da brauchst du mehr. So, 1000 Iron, ja, nein? Ja, doch, packt es sogar. Echt? Kein Witz. Es ist ja nur ein Stack, der da. Also nur ein Slot. Es sind nur 704. Aber es ist auch nur ein Slot, der belegt wird, also. Und es sind aus irgendeinem Grund irgendwie nur 100 Bytes, die da belegt werden. Ja, weil es nur ein Slot ist. Byte und Bit. Ja. Sag ich da noch. Das soll man auch verstehen. Aber ich glaube, vom Kobbel wird's knapp. Das habe ich dir erzählt. Kobbel wird das knappste wahrscheinlich. Ich hol mal kurz allen Kobbel aus den Kisten noch hier raus, ne? Ja, ich meine, hier oben ist auch noch genug. Ich will den trotzdem mal hier rausholen. Aber okay, ich hab dir gesagt, dass der Kobbel wahrscheinlich am knappsten wird. Das hast du auch nicht gedacht, oder? Na, das wird echt knapp. Ja, wir brauchen einen vernünftigen Kobbel-Gen. Ja, wir haben einen vernünftigen Kobbel-Gen, bloß da muss eine Chest dran geschlossen werden. Wir haben die ja aufgehört, weil wir eigentlich so unglaublich viel Kobbel hatten.
Oh, 2000 Kobbel, ich brauch 3000. Ne, 4000. Ja, wo legst du das hin? Kann ich einfach alles hier reinpacken? Normal, sollte gehen, ja. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre das mit den Exotilities Pipe zu machen. Nein! Ich? Doch. Nee, komm, jetzt haben wir es doch schon so und das ist witzig. Nee, weil du mit den Item Transfer Nodes bis zu 2 Stacks pro Sekunde abbauen kannst. An Cobblestone. Ach so, Cobblestone Gen meinst du? Ja. Ja, das können wir uns vielleicht überlegen. Ebenso wie Wasser, das wäre eigentlich sehr viel tiefer als die Oculus Accumulates, die wir momentan haben. Ich hätte halt jetzt einfach den Igneous dran geschlossen. Ans AE-System. Ja, Beispiel. Das kann man auch. Ja, wie gesagt, das geht so viel schneller. Wir haben noch einiges an Cleanstone da, aber mehr nicht. Cobblestone habe ich so ziemlich jetzt alles ausgeleert. Wow. Wir haben zu wenig Cobblestone, wer hätte es gedacht? Irgendwie, ich hab's befürchtet irgendwie, aber. Lass ich schon mal anfangen. Ja, was heißt, es ist schnell gemacht. Ja, ach was. Apropos schnell gemacht, wie viel Eis habe ich jetzt schon wieder? Ein Stack und einen halben. Mal eben so. Durch nichts tun. So. Das sind viele Pistons, mal schauen, wie viele es sind. Manual Submit. 60%. Puh. Ja, das fehlt. Okay, ja. Mal eben so auf einen Schlag irgendwie 12 Milliarden Pistons gecraftet. Ja. Ganz normales. Cobbel. Cobdebel. Cobdebel? Cobdebel. Geht mir weg mit dem Französisch. Das ist kein Französisch. Doch. Das ist Asi-Markus-Sprache. Ey, Cobdebel, du, Ich wollte gerade sagen, du brauchst noch einen Nachhilfekurs in Assi-Sprache, Na, das ist ja meine. Ich gebe Assi-Sprache, ey. So, jetzt aber. Kann ich nämlich auch nicht. Ja. Kann ich auch nicht. Ja, ist gut. Da gehe ich jetzt in Dialekt rein und den kann ich auch nicht, also. Wenn ich Dialekt rede, ohne Dialekt zu können, dann klingt das nach. Scheiße. Danke. Aber eigentlich, das trifft es in etwa ähnlich, ja. Achso, wenn man Dialektiker sagt, klingt das irgendwie voll wie Diabetiker. So eine Krankheit. Ich bin Dialektiker. Voll der Dialektiker, Alter. Ja, vom Dyslektiker. Der Kerl, der nicht lesen kann. So, ich glaube, ich pump einfach mal den Laser voll mit Energie. Der arme Laser. So, Full Power, 10.000 Redstone Flux pro Tick. Reicht nicht. Viel zu wenig. Mehr. Hatten wir nicht irgendein... Axt, die einem mehrere Bäume gibt, der mich. Nee. Weil die Access Stream hat irgendwie, hast du noch, oder? Die liegt da hinten in der Baumchest. Ah, okay. Ach, hier ist eine Kiste, ja. Hi. Hi, Kiste. Dann reiße ich mal kurz den einen, Silverwood Baum gleich wieder ein, den ich so sorgfältig gepflanzt habe. Das waren auch nur 5 Blöcke, das war so ein mickriger Baum.